Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Heute sind wir wieder als Cop unterwegs, wie in der letzten Folge. Und auch diesmal ist wieder ein besonderes Thema am Start. Beziehungsweise, naja, besonders, das könnt ihr entscheiden, ob ihr das besonders findet oder nicht. Und ja, jetzt nehme ich endlich mal diesen Countach oder Countach, wie auch immer er genannt wird. Finde ich eigentlich ein bisschen langsam. Aber nehme ich jetzt auch einfach mal. Und zwar, heute geht es um die Zeit. Boah, melodramatische Pause, beziehungsweise so eine epische Gedenkstille dazwischen. Die Zeit. Wow. Und zwar Zeit für Spielen, beziehungsweise die Zeit in Spielen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Zeitmanipulationsspielchen, sondern ich habe bei mir persönlich entdeckt, ich bin ein leidenschaftlicher Zocker, durch und durch eigentlich, und versuche immer relativ viel zu spielen, beziehungsweise die meisten würden sagen, ich bin schon Hardcore-Zocker. Habe aber das Problem, dass derzeit ich durch mein privates Umfeld und durch meinen neuen Job, dass alles sehr stark eingeschränkt ist. Aber da möchte ich einfach mal so ein bisschen drüber reden, dass im Endeffekt, also zumindest bei mir, ich gerne eine Leitplanke küsse, dass ich früher ziemlich viel und ziemlich gerne gespielt habe. Wenn ich mal so überlege, während der Abiturzeit oder so, teilweise 6 Stunden pro Tag. Ich weiß, das hört sich viel an, aber ich meine mal so, mein Abitur hat jetzt nicht wie hier großartig drunter gelitten, mein soziales Umfeld hatte ich trotzdem noch. Und Freundin hatte ich nebenbei übrigens auch noch und habe auch mit ihr gespielt, so ist nicht. Dementsprechend eigentlich keine negativen Einbuße dadurch. Am Wochenende wurden es dann unter Umständen auch ein bisschen mehr, aber ich habe zumindest immer, wenn es heißt, okay, jetzt essen wir oder so, da war dann immer der PC oder doch der PC aus, denn zu dem Zeitpunkt war fast nur PC, beziehungsweise eigentlich nur PC. Ich hatte da keine Konsole zur Abiturzeit, aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Jedenfalls habe ich damals sehr, sehr viel Zeit in Spiele investiert. Auch sehr gerne gemacht, auch während ich studiert habe, da trotzdem noch täglich so die 3-4 Stunden zum Zocken hatte ich da durchaus schon noch. Aber jetzt mittlerweile crashe ich einfach mal in diesen Porsche Cayenne rein. Muss ich halt feststellen, dass ich jetzt neuer Job zu Hause, beziehungsweise bei mir zu Hause, hier ziemlich viel zu tun. Da bleibt kaum noch Zeit, und da muss ich jetzt feststellen, gerade diese Woche habe ich effektiv, ich weiß nicht, 4 Stunden gespielt, über die Woche verteilt, inklusive Wochenende, wo ich mich frage, okay, kann ich mich jetzt eigentlich noch ein Zocker nennen oder nicht? Das ist jetzt die große Frage, aber ich bin der Meinung, das ist eine Leidenschaft und ein Hobby für mich, das ich trotzdem weiterführen werde. Und auch nicht aufhören möchte, damit wohlgemerkt. Und ja, da würde mich mal interessieren, wie viel spielt ihr so im Schnitt pro Tag oder pro Woche? Kommt ihr überhaupt noch dazu? Oder guckt ihr euch lieber die Spiele an, statt selbst zu spielen? Da muss ich sagen, habe ich mich auch so ein bisschen bei beobachtet, dass ich bei manchen Sachen auch lieber zugucke, statt selbst zu spielen. Das ist auch so eine Kostenfrage. Ich habe leider nicht das Geld, mir permanent jedes neue Spiel zu kaufen. Leider. Aber ich meine mal so, mit meiner neuen Ausbildung arbeite ich darauf hin, dass ich das irgendwann kann. Dass ich dann einfach sagen kann, okay, dieses Spiel ist jetzt gerade neu auf dem Markt, ich will es spielen, also hole ich es mir. Punkt. Aber darauf arbeite ich hin. Aber da kommen wir jetzt so ein bisschen vom Thema ab. So halt die Zeit, die ich für Spiele investiere, wird stark weniger, aber ich hoffe, sobald ich mich dran gewöhnt habe, an mein neues Arbeitsumfeld, an die neuen Arbeitszeiten, allgemein so die komplette Lebensumstellung, dass es dann wieder mehr wird, aber ich rein realistisch betrachtet auf die Zeit von damals werde ich nie wieder hier kommen.
Aber da kann ich auch eine lustige Story erzählen. Und zwar, wo ich massiv Zeit fürs Zocken investiert habe, war damals bei Guild Wars 1, als ich mir das zugelegt habe. Da muss ich dazu sagen, ich habe das mit meiner Freundin gemeinsam angefangen. Also ich war nicht alleine. Haben wir gemeinsam angefangen. Na, komm schon hier. So, wow. So, kann ich da noch durch? Jo. Jedenfalls Guild Wars 1 haben wir gemeinsam angefangen. Wir haben innerhalb der ersten hier 2 Tage, also innerhalb der ersten 48 Stunden, haben wir über 24 Spielstunden mit dem Spiel runtergedaddelt. Und wo ich sagen muss, doch, das ist verdammt viel. Wir haben auch allgemein so die erste Woche war ziemlich krass, da haben wir eigentlich fast jeden Tag durchgezockt. Ich muss dazu sagen, wir haben aber auch, wenn es Essen gab und so, PC aus grundsätzlich. Das finde ich allgemein so eine Unsitte, weil beim Essen sollten die Konsolen aus sein, bin ich der Meinung. Und ist aber nur... Was? Verdammt, ich habe mich gerade selbst ausgeschaltet mit meinem eigenen Nagelband, ey. Das war ja mal intelligent. Nee, jedenfalls beim Essen gefälligst ausmachen alles. Zumindest meine Meinung. Oh, ey, ich glaube, das müssen wir hier dann nochmal machen. Obwohl, ich habe noch ein bisschen Zeit. So, nee, jedenfalls bei Guild Wars verdammt viel Zeit mit verbracht. Aber naja, da würde mich mal interessieren, mit welchem Spiel habt ihr so verdammt viel Zeit verbracht, beziehungsweise wie viel allgemein ihr spielt. Das würde mich echt mal interessieren, aber dann kommen wir jetzt noch zum zweiten Part. Die Straßensperre war weg. Nee, und zwar Zeit in Spielen ist natürlich auch stark davon abhängig, wie lang die Spiele sind. Da muss ich dazu sagen, ich habe in der Vergangenheit den Trend miterlebt, dass Spiele tendenziell immer kürzer werden. Ich weiß nicht, ich hatte zumindest immer früher das Gefühl, wenn da so hier ein Singleplayer-Spiel 20, 30 Stunden geht oder so, war das schon eher kurz. Jetzt mal übertrieben dargestellt. Aber mittlerweile, ich weiß nicht, so aktuelle Shooter kann man ja teilweise in unter 3 Stunden durchspielen, wo ich mich frage, okay, das ist dann ein bisschen zu wenig. Wiederum, wenn ich jetzt an ein Spiel denke wie Guild Wars, oder man kann natürlich jetzt auch als Vergleich einfach WoW ranziehen oder so, wo man wirklich mehrere 100 Spielstunden runterkloppen kann, bin ich der Meinung, wie viel Zeit für ein Spiel ist eigentlich angebracht? Das würde mich mal interessieren. Weil gerade bei Rennspielen bin ich der Meinung, okay, schön viel Spielzeit, bis man da 100% hat oder so, kann durchaus mal so 50 Spielstunden betragen oder so, bin ich der Meinung. Natürlich Forza 3 und Forza 4 mit über 100 Spielstunden übertreiben es natürlich ein bisschen, aber naja, fand ich persönlich echt geil. Wir machen jetzt noch dieses Hot Pursuit Rennen. Jedenfalls mit so einer Spielzeit bei einem Rennspiel muss ich sagen, so 50 Spielstunden bis man 100% hat, erwarte ich persönlich eigentlich. Okay, so jetzt können wir uns ein Auto aussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal die Viper. Ich nehme den Aston Martin. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, halt so 50 Spielstunden für ein Rennspiel finde ich durchaus angemessen. Natürlich, es wiederholt sich und pipapo, aber ja, ist mir persönlich bei einem Rennspiel relativ Würstchen, da sich die Gegner nicht immer permanent gleich verhalten. Zumindest sollten sie das. Bei einem Rollenspiel wiederum erwarte ich durchaus auch so an die 50 Spielstunden, ist durchaus angemessen. Aber naja, das variiert dann auch sehr stark, denn ich habe auch eher Rollenspiele schon kennengelernt, die gehen halt weit, weit schneller.
aber auch welche, die, da braucht man halt weit, weit länger. Ob das jetzt ein Online- oder ein Offline-Rollenspiel ist, ist jetzt einfach mal völlig egal. Rollenspiel ist Rollenspiel, bin ich der Meinung. So. Wow. Den haben wir noch zerfetzt. So, jo. Wo sind die? So, jedenfalls Rollenspiele, die können schon eine ordentliche Dauer haben. Beziehungsweise sollten sie haben. Und. Toll, nicht mal angeditscht. Ey, was soll denn das? So, ich lass die mal kurz durch. So, sind ja immer noch zwei hinter mir. So, Racer gestellt, die nächsten, beziehungsweise geschrottet. Nee, jedenfalls Rollenspiele, 50 Spielstunden aufwärts, das ist so mein Minimum, was ich irgendwie erwarte. Alles drunter wird irgendwie für mich ein Rollenspiel nicht so gerecht. So, ein bestätigter Treffer. Schön für dich. So, ich guck mal kurz, wie weit ist es noch? Ach, 11 Kilometer. Ist ja noch locker. Bin ich echt alleine unterwegs hier gegen die her? So, nee, jedenfalls Rollenspiele, 50 Stunden, okay. So, dann kommen wir zu den ganz, ganz kritischen eigentlich, zu den Shootern. Wo man ja mittlerweile bei aktuellen Shootern von einer Spielzeit von, ich weiß nicht, 4 Stunden, 5 Stunden, wenn es gut kommt, ausgehen kann. So, jetzt lasst die Fahrt durch. Dann räume ich euch von hinten auf. So, den. Nee, jedenfalls bei Shootern bin ich auch der Meinung, dass ein Shooter nicht zu lang sein sollte. Denn um eine gute Story hier durchzukriegen, bin ich der Meinung, benötigt es nicht unbedingt 300 Spielstunden. Jetzt mal übertrieben dargestellt. Oder was weiß ich wie viele. Da bin ich der Meinung, dass ein guter Shooter auch mal mit 10 Spielstunden hier durchgehen kann. Natürlich ist dann immer die Frage, wie es umgesetzt ist, allen drum und dran. Aber für mich, für einen Shooter eigentlich 10 Spielstunden ist durchaus akzeptabel. Alles drunter muss ich schon mit einem kritischen Auge sehen. Beziehungsweise sehe ich mit einem kritischen Auge. Denn... So, eine kunstvolle Drehung. Zu kurz ist halt uncool. Am besten dann bei einem Shooter noch Multiplayer für die Leute, die es dann wirklich spielen möchten. Aber ich muss dazu sagen, ich sehe es nicht ein, für ein Spiel massiv mehr zu bezahlen, bloß weil der Multiplayer-Part dabei ist. Mir persönlich kommt es eher auf den Singleplayer drauf an. Aber auch da sind Geschmäcker natürlich verschieden. Aber ich überlege gerade, was für Spiele habe ich noch? Spielegenre. Achso, Strategiespiele. Muss ich sagen, ein gutes Strategiespiel, eine von der Kampagne her, so 15 bis 20 Spielstunden, würde ich sagen. Also die letzten Strategiespiele, die ich durchgespielt hatte, waren Dawn of War 2 mit knapp 15 Spielstunden oder so habe ich da gebraucht. Und dann der Erweiterung Chaos Rising war ein bisschen kürzer mit 9 Spielstunden. Aber das finde ich persönlich durchaus okay. Kann man so stehen lassen und ja. Ja, ansonsten was Spielzeit angeht, bei Endlosspielen, wie der Name schon sagt, kann man ewig spielen. Gerade ein Minecraft zum Beispiel oder so mit 100 Spielstunden plus ist doch vollkommen okay. Oder Rollercoaster Tycoon, bin ich absoluter Fan von übrigens. Oder auch für die Leute SimCity oder Anno, da gibt es ja auch Endlosspiele, kann man ohne Wenn und Aber da wirklich endlos spielen. Finde ich okay, aber ja, im Endeffekt so, die waren so die großen Bereiche, habe ich jetzt hoffentlich abgedeckt. Wenn ich was vergessen habe, dann schreibt es in die Kommentare, schreibt es in die Kommentare auch, was ihr davon haltet. Also gerade was die immer kürzer werdenden Spiele angeht, da würde es mich echt interessieren, was ihr davon haltet.
Und ja, benutze einfach fleißig die Kommentare und ich wäre damit dann für heute raus. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Need for Speed Hot Pursuit. Bis dahin, ciao, ciao.